Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich ein aufregendes Gerät testen. Und zwar ist das von Xpreen, der Mitessersauger. Und Leute, ich bin echt gespannt, wie eklig dieses Video wird. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man sollte zuerst sein Gesicht vorbereiten. Ich habe dafür ja diese Kirines Gesichtssauna, die habe ich ja auch schon mal mit dir zusammen ausprobiert. Da löst sich jetzt gerade die Brausetablette auf. Das kann ich jetzt eigentlich auch schon anstellen, ne? Genau. Dann köchelt das schon mal vor sich hin. Genau, weil man sollte auf jeden Fall seine Poren schon mal so in dem Sinne darauf vorbereiten. Man sollte das Ganze schon mal öffnen. Das kannst du entweder halt mit so einem Gerät machen oder du holst dir einfach eine Schale mit heißem Wasser, mit gekochtem Wasser, ne, und hängst dich dann drüber mit dem Handtuch, dann hast du auch auf jeden Fall schon mal die Poren geöffnet. Genau, so, hier haben wir das Gerät. So, dann habe ich erstmal hier drin so einen Piekser und so, also so einen komedogenen Quetscher oder so heißt das, ne. Hier hast du so einen Piekser vorne dran, da könntest du den Pickel mit aufpieksen oder wie auch immer. Und hier hast du halt die Öse, um das Ganze auszuquetschen, aber das ist mir gerade erstmal eine Stufe zu hart. Ich mache mal hier eben die Haare weg. Hier hast du so eine kleine Bedienungsanleitung, die ist auf Englisch. So sieht dann das Gerät aus, beziehungsweise das Gerät, die Aufsätze, die Ladestation. Das ist ein Gerät, was man anstellt und dann saugt es halt. So sieht es aus. Hier kannst du dann auch die entsprechenden Stufen einstellen, also dass man es halt... Genau. Du hast die verschiedenen Stufen und die heißen Soft, Normal, Strong und Super. Ich werde gleich natürlich erstmal mit Soft anfangen und das so an der Nase machen. So, die vier verschiedenen Aufsätze sind wie folgt. Erstmal hast du zwei runde Aufsätze. Da ist einer mit einer etwas größeren Öffnung für die etwas breitere Entfernung. Das kannst du dann, ich sag mal, hier so in dem großflächigen Bereich oder auf der Stirn verwenden. Eine mit einer etwas kleineren Öffnung, das kannst du dann so für die Nase verwenden. Kinnpartie würde ich fast schon sagen, ja, muss ich gleich mal testen, aber ich würde da auch eher den größeren nehmen, denke ich mal. Genau, dann hast du hier noch eine ovale Öffnung. Das wird eigentlich verwendet, um Falten zu glätten und feine Linien halt zu glätten. Und dann gibt es noch den vierten Aufsatz, der ist eigentlich mehr so zum Peelen da. Also zum einen saugt er natürlich und zum anderen peelt er auch direkt. Also da bin ich auch sehr gespannt. Ich muss mal gucken, ob ich das auch noch verwendet bekomme. Ne? Das Ganze hat ja nur begrenzte Akkuzeit. Du hast hier oben mit drin auch so ein Schwämmchen. Da hast du auch Ersatzschwämmchen hier noch mit in dem Paket mit drin. Da sammelt sich der ganze Mock. Oder er sammelt sich halt hier an der Öffnung der Kappen. Da bin ich echt gespannt. Leute, wirklich. Ja, dann halt wie bei einer Zahnbürste hast du hier ganz normal die Ladestation. Das sieht dann so aus. Das finde ich auch ganz hübsch. Ne? Das ist auch dekorativ. Ja, dekorativ. Aber das sieht jetzt nicht hässlich aus, wenn es lädt. Würde ich eh jetzt hier in meinem YouTube-Zimmer lassen. Und dann befindet sich hier noch ein kleines Päckchen drin. Da hast du ein Ladekabel mit drin und halt noch so Ersatzviecher von diesen Schwammdingern. Genau, also hier sind noch so diese Schwämmchen mit dabei. Ich denke auch, dass man die auswaschen kann, ne? Und das Ladekabel, wobei du da wahrscheinlich auch einfach ein Handy-Ladekabel nehmen kannst, weil man sieht ja, ne, es ist ein USB-Anschluss, du hast ja kein Netzteil mit dabei. Dieses Produkt wurde mir kostenfrei zur Verfügung gestellt und deswegen kann ich das testen und ich freue mich sehr darüber. Ich blende dir auch hier mal einen Gutscheincode ein, da kriegst du es dann ein bisschen günstiger, das ist auch ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen etwas schmaleren Aufsatz nehmen werde, weil der hier doch so ein bisschen scharfkantig erscheint. Also der ist vielleicht eher so für die punktuelle Anwendung auf Pickeln, wenn du dir so einen Pickel absaugen willst. Ja, da kann ich mal gucken. Zuallererst werde ich mir jetzt jedoch erstmal die Gesichtssauna gönnen. Also bis gleich. ja. Ich liebe es. Ja, mein Gesicht ist jetzt auch sehr, sehr feucht, wie du siehst. Und ja, also ich weiß nicht, ich denke, dass man das auch einfach mal kurz abtrocknen kann und nicht jetzt mit einem feuchten Gesicht das machen muss, weil sonst tropft es auch zu sehr. So, mein Gesicht ist jetzt entsprechend vorbereitet und dann legen wir mal los. Und damit du alles wirklich aus nächster Nähe sehen kannst, habe ich dich auch richtig schön nah rangeholt. Ist das nicht super? Ja. Also es könnte eklig werden, aber ich weiß es nicht. Ne? Also manchmal habe ich hier so schwarze Punkte auf der Nase, aber es hält sich bei mir in Grenzen. Das ist jetzt nicht so extrem. Ja, ne, also
was ich halt vor allem habe, ist, dass ich hier unten an der Kinnpartie halt in letzter Zeit ziemlich viele Unreinheiten habe. So, ich habe mich jetzt hier für diesen großen, runden Aufsatz entschieden. So sieht er aus. Und den werden wir jetzt mal anwenden. Erstmal in ganz soft. Wow. Okay, man muss aufpassen, dass es sich nicht festsaugt. Hilfe. Okay, das saugt sich schon ziemlich fest. Und ich habe die schwächste Stufe eingestellt. Nicht, dass ich gleich einen Knutschfleck auf der Nasenspitze habe. Das wäre ja ein bisschen blöd, ne? Okay, ich versuche es erstmal hier. Ich versuche mal einen anderen Aufsatz, der gefällt mir irgendwie nicht. Der saugt mich irgendwie so komisch ein und macht die Haut einfach nur rot. Ich nehme jetzt mal den, der eigentlich eher so für Falten gedacht ist. Aber ich glaube, das könnte mehr was werden. Ne? So, weiter geht's. Auch der ist angenehmer. Der saugt sich nicht so blöd fest. Kommt jetzt so noch nichts raus, ne? Ich wollte erstmal vorsichtig rübergehen und dann kann ich ja nachher mehr werden. Aber den anderen, da wird meine ganze Haut eingesaugt. Das ist irgendwie nicht so das, was ich schön finde. Noch ist da nichts zu sehen. Ich stelle meine Stufe höher. Irgendwie kommt da, also meine Haut wird rot, weil dran gezogen wird, aber ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass da irgendein Kram rauskommt. In dem Schwämmchen siehst du auch nichts drin. Aber es scheint irgendwas zu machen, weil ich habe hier ja auch Rötungen, ne? Oder platzen, also ich weiß es nicht. Ich probiere mal weiter mit einem anderen Aufsatz. Nehmen wir mal diesen hier. Wo ich eigentlich gesagt habe, der scheint mir zu scharfkantig zu sein. So, genau. So sieht der aus. Der steht nämlich hier so ein bisschen hoch auch. Keine Ahnung. Oh ja, da tut sich jetzt was. Da kriegt man Kram dran. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich stelle eine Stufe höher. Jetzt geht die Party endlich ab. Okay, das ist also der Aufsatz, den man dafür braucht. Aber so viel kommt da auch nicht raus, Leute. Naja. Also in dem Gerät sieht man jetzt nur so ein bisschen, dass sich da so ein Spack sammelt, sage ich mal. Ne? Das ist jetzt nicht so ultra viel, aber es ist ein bisschen was. Aber was ich finde, ist, dass der in meiner Kinnpartie vor allem hier so ziemlich arbeitet. Da kommt gerade Spack raus. Au. War das die beste Idee meines Lebens? Ich glaube nicht. Sieht schon übel aus, ne? Da sitzt jetzt auch schon ein bisschen was drin. Das sind halt so ganz viele kleine Pünktchen, die da jetzt auch drin sind. Ich weiß nicht, ob man das so sieht, aber da ist schon ordentlich so vereinzelt was drin und auch irgendwie verteilt da drin. Aber ja, ich habe irgendwie ein bisschen Respekt da jetzt vor, weil meine Kinnpartie natürlich auch echt übel aussieht, ne? Hier in diesem Schwämmchen sieht es nicht so aus, als wäre da irgendwas drin, nach wie vor. Aber der
Macht die Haut schon rein. Also so rein hatte ich meine Haut ja auch noch nie gefühlt. Das ist schon krass. Ich denke, wenn es verheilt, sieht es deutlich besser aus als jetzt natürlich, ne? Weil du hast es so diesen Knutschfleck-Effekt, ne? Boah, wie weich sich das anfühlt. Ich mache noch ein bisschen in meinem ganzen Gesicht weiter. Ich habe es jetzt noch eine Stufe härter gestellt. Mal gucken, ob da irgendwie noch mehr rauskommt. Aber in diesem Sammelvieh sammelt sich jetzt irgendwie nichts. Ich möchte es jetzt nicht auf der allerhärtesten Stufe verwenden, weil irgendwie finde ich, dass mein Gesicht schon rot genug aussieht. Ich meine, die Rötungen hier um die Nase, die verschwinden relativ schnell. Es fühlt sich auch alles sehr weich an. Und hier werde ich gleich noch was drüber machen. Aber es hat sich mittlerweile schon einiges hier drin gesammelt. Das sind so vereinzelte Pünktchen. Ne? Ist gar nicht so einfach, das so zu zeigen, aber irgendwie... Ja, so ein paar Sachen sind da wohl drin, aber es ist jetzt nicht so ultra eklig. Hatte ich mir intensiver vorgestellt. Gucken wir mal, was dieser Aufsatz so macht. Habe ich jetzt erstmal ganz sanft, also der muss ja quasi exfoliating und gleichzeitig saugen. Quasi auch noch so ein Peeling-Effekt oder Schmiergel-Effekt vielmehr. Okay, der Aufsatz ist jetzt mittlerweile der angenehmste, würde ich sagen, weil der halt keine Kanten draußen dran hat. Weißt du, wie ich das meine? Das ist irgendwie angenehmer. Und dadurch, dass da so eine Art Schmiergelpapier mit dran ist, macht er wirklich direkt die toten Hautschüppchen auch mit weg. Das ist angenehm. Ich habe es mal eben etwas heller hier gestellt, dann sieht man auch ein bisschen mehr. Also man soll mit dem Gerät auch nicht länger als 2 Sekunden auf einer Stelle bleiben. Das kann ich mir echt gut vorstellen, weil du dir sonst echt voll den Oschi von Knutschfleck da machst. Ich bin rot, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, als wäre da jetzt ultra was passiert. Ich weiß nicht. Sieht man da noch schwarze Punkte? Ich habe da nicht so viele, aber... Ich würde sagen, dass da schon einiges geklärt wurde. Hier fühlt es sich mega, mega, mega soft gerade an. Also hier sind alle toten Hautschüppchen irgendwie weg. Und auf der Nase fühlt es sich auch sehr glatt an. Aber ich glaube, bei mir ist da auch nicht allzu viel zu holen. Ich glaube, das ist das Problem von dem Gerät. Joa, also bei mir ist jetzt echt nicht so viel an den ganzen Sachen hängen geblieben. Da waren immer nur so vereinzelte Pünktchen, das habe ich dir auch gezeigt. Mein Gesicht ist jetzt gerötet, aber das ist nicht schlimm. Da werde ich jetzt gleich ein bisschen Pflege drauf machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich mein Gesicht eingecremt, gepflegt und die Haut beruhigt sich jetzt auch so langsam. Kommen wir zum Fazit von mir zu diesem Gerät. Ich darf ja meine ehrliche Review zu dem Produkt abgeben. Ich muss ja nicht jetzt irgendwie eine Meinung von irgendwem vertreten oder irgendwas schönreden. Ich persönlich brauche es nicht. Also an der Nase habe ich jetzt nicht so die arg schwarzen Punkte. Ich finde, mit dem, was ich habe, kann ich definitiv leben. Da brauche ich jetzt keinen Mitessersauger. Auch hier an der Kinnpartie, bevor ich das Teil benutzt habe, sind sie mir nicht mal aufgefallen. Ja, ich weiß nicht, wie das in den nächsten Tagen sich entwickeln wird. Das schreibe ich dir auch gerne mal unten in die Infobox. Aber es ist jetzt für mich kein Gerät, was ich mir jetzt so holen würde, persönlich, ne? Weil ich das auch nicht benötige. Und es hat für mich einfach nicht den Nutzen, den es haben sollte. Also wahrscheinlich, weil ich einfach da auch zu wenig unreine Haut habe. Ne? Aber es kann durchaus sein, dass Leute, die halt wirklich diese Mitesser haben und dazu neigen und wirklich diese großen, schwarzen, vergrößerten Poren, Mitesserpunkte, wie auch immer haben, dass denen dieses Gerät unheimlich helfen wird. Das kann ich aber nicht sagen, weil ich das selber so nicht habe. Bei den Pünktchen, die ich hier unten am Kinn hatte, hat es teilweise geholfen. Wahrscheinlich, wenn man mehrere Anwendungen macht, funktioniert es noch besser. Aber ich werde es nicht weiterverwenden. Ich werde es definitiv in Familien- oder Freundeskreis weitergeben.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein kleiner, aber feiner Test zu diesem Produkt gefallen, zu dem X-Preen Mitessersauger. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist Claudi testet alles. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!